Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda möchte in den nächsten 2 bis 3 Jahren rund 10 Millionen Euro am Standort in der Münzerstraße investieren. An meiner Seite jetzt Geschäftsführer Thorsten Obernsee. Münzerstraße ist ja doch der Außenbereich der Stadt und trotzdem nimmt man so viel Geld in die Hand. Ja doch, ich denke, das ist notwendig und die Arbeiterwohlfahrt will damit auch wirklich einen Beitrag zur weiteren Stadtentwicklung zeigen und leisten, weil für uns ist es hier hinten eine sehr interessante, sehr wohnenswerte, aber auch attraktive Stadteinfahrt aus der Richtung Cottbus. 10 Millionen ist eine große Summe. Was konkret hat man denn vor? Fangen wir mal direkt hier am Pflegeheim an. Am Pflegeheim haben wir vor, einen weiteren Anbau zu tätigen, dort mit modernsten Pflegeeinrichtungen zu operieren, Tagespflege, Sozialstationen und somit unsere Kompetenz in der Richtung Pflege noch weiter auszubauen. Heißt das, man wird hier die Plätze erhöhen? Platzerhöhung am Standort direkt auf, ja, aber insgesamt in der Stadt streben wir keine Standort- oder Platzerhöhung an, sondern wir werden aus dem Pflegewohnheim, was wir heute in der Schillstraße betreiben, nach Möglichkeit den Bestand herüberziehen. Dann würde ja theoretisch die Schillstraße leer stehen. Das ist richtig, aber auch dafür gibt es Pläne, das sind halt so in den Endphasen. Die Schillstraße würden wir gerne noch einmal umbauen in der Richtung und dann unseren Kinder- und Jugendbereich widmen, weil das optimale Bedingungen sind, Außengelände super für die Kinder und Anbindung zu Kitas und auch in der Neustadt zu den Schulen hervorragend. Wenn dann der Jugendbereich aus der Altstadt in der Neustadt ist, was passiert mit der Altstadt? Das würde ich wirklich erst ganz am Schluss entscheiden, muss ich sagen. Es gibt Möglichkeiten, dass man sagt, wir betreiben das weiter im Kinder- und Jugendbereich. Dort haben wir auch viel ausgebaut. Wir lassen uns dann aber von der Angebotsnachfrage leiten. Sollten die Angebotslage so sein, dass wir keine Angebote dort weiter anbieten, denke ich, können dort professionelle, gute, richtige Wohnungen für junge Familien, große Wohnungen gestaltet werden. Sind heute alle schon durchgebrochen. Wäre ideal, egal für welchen Wohnungsanbieter. Es ist noch ein weiterer Bau hier in der Münzerstraße geplant und zwar direkt vis-à-vis vom Heim. Vis-à-vis vom Heim haben wir heute unser Spielparadies. Das Spielparadies wollen wir ein bisschen mehr in den Fokus stellen, wollen dazu einen Zwischenbau errichten. Dieser Zwischenbau ist insbesondere an Senioren gerichtet, aber auch an junge Menschen. Da soll Sport getrieben werden, Bewegungstherapie. Bis hin sind Ideen, auch vielleicht eine kleine Schwimmbad zu errichten, um dort die Möglichkeiten der Senioren Sport zu betreiben, schwimmen gehen zu können. Unsere Kita-Einrichtung und anderes. Dann stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor. Ich meine, das Heim auf der einen Seite, das ist klar, da kann man sicherlich auch bauen. Aber auf der anderen Seite ist ja theoretisch Wald vorgesehen. Ja, da haben wir heute dementsprechend eine Bauvorabfrage bereits an die Stadt gestellt und wollen mit der Stadt konstruktive Gespräche führen, um dort eine Weiterentwicklung des gesamten Standorts Münzerstraße zu erreichen. Welche Zeitschiene haben Sie sich gesetzt? Wir reden hier über die nächsten 3 bis 4 Jahre. Ich danke Ihnen für die vielen Informationen. Ich danke Ihnen. Bitte, bitte.